Hallihallo, ich bin's wieder, eure Mavi und willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute mache ich mal einen kleinen Zahnspangen-Talk. Ich erzähle euch meine Storytime von meiner Zahnspange, wie ich die bekommen habe, was das eigentlich ist und warum ich keine richtige feste Zahnspange mit diesen Drähten habe und sowas alles. Aber ich sehe gerade, das sieht ganz und gar nicht gut aus im Hintergrund. Das ist mein Bett und das sieht aus wie bei Hempels unterm Sofa. Also mache ich das jetzt schnell und ich bin gleich zurück. Machen. Ich hatte irgendwie gar keinen Bock dazu. Ich dachte, vielleicht fällt das nicht auf, vielleicht sieht es ganz gut aus im Hintergrund. Aber es sah ziemlich. Naja, gut, jetzt geht's eigentlich los mit dem eigentlichen Video. Wo war ich stehen geblieben? Ach so, ja, genau, bei meiner Zahnspange. Ich hatte dieses Video im Sommer 2020 schon mal gedreht. Da! Hier ist jetzt meine Zahnspange. Hier. Aber da ist jetzt ein alter Schinken. Ich kann ja nicht so was Altes da hochladen, weil ich sehe anders aus. Mein Zimmer sieht ganz anders aus. Bei meiner Zahnspange bin ich jetzt auch schon viel weiter. Das hätte jetzt gar nicht in meine Videos reingepasst. Also machen wir das Ganze heute nochmal. Und es sind noch so ein paar Sachen dazugekommen, die ich auch noch dabei erzählen kann. Also gibt es heute einen Zahnspangen-Talk von mir. Ich habe hier schon meine ganzen Sachen. Wo soll ich meine Zahnspange? Ich habe gerade Bananenbrot gegessen, bevor ich dieses Video gedreht habe. Ah, ich habe sie. Jetzt habe ich die ausgezogen und dann lag sie da. Aber das ist meine Zahnspange, so sieht die aus. Ich habe die gestern erst gewechselt. Ich wechsle nämlich immer samstags. Ich habe diese Invisalign-Zahnspangen, also die sind durchsichtig. Wenn ich die im Mund habe, wartet, ich präsentiere euch das. Sieht man die halt einfach gar nicht. Wartet, ich tue sie nochmal raus. Also bevor wir jetzt zu den Vor- und Nachteilen kommen und all sowas, erzähle ich jetzt erstmal so eine kleine Zahnspangen-Story von mir. Also ich habe ja früher eine lose Zahnspange gehabt, das ist so gekommen, weil ich hatte halt meine Milchzähne, die waren so mini und die haben alle gut in meinen Mund reingepasst, aber dann kamen so die großen Zähne und haben alles zerstört, weil die haben irgendwie da nicht reingepasst. Mein Mund ist so klein gewesen, dass die irgendwie nicht da reinkamen, die kamen in so einer zweiten Reihe und dann hatte ich da immer so doppelte Reihen, die sich nämlich so überlagern, die zwei Schneidezähne hier vorne waren richtig so übereinander, die hier unten auch und das sah ganz schlimm aus. Und dann haben wir halt verschiedene Kieferorthopäden aufgesucht und die haben uns alle gesagt, ja, bevor man da Klammer anfangen kann, muss man diese Eckzähne ziehen, sonst ging das nicht. Und wir waren so, ziehen. Die wollten das unter so einer Vollnarkose machen. Meine Eltern waren davon nicht begeistert, ich auch nicht. Und dann sind wir erstmal noch zu weiteren Kieferorthopäden gegangen, ich glaube so zu vier Stück noch und die haben alle das gleiche gesagt. Und dann haben wir uns aber nochmal erkundigt, wo so gute Kieferorthopäden sind, die vielleicht dann noch irgendwas anderes machen können, anstatt diese Zähne halt ziehen. Und dann sind wir auf eine Kieferorthopädin gekommen, die sehr, sehr gut ist. Und die eben auch gesagt hat, das wäre alles Quatsch. Man müsste diese Eckzähne nicht ziehen, die können so drin bleiben, wie sie sind. Und man könnte einfach so eine Frühbehandlung machen und dann wäre das alles gut. Und wir waren so, okay, jetzt haben wir die gefunden, jetzt nehmen wir die. Also Leute, mein Tipp, falls ihr auch so ein Problem habt, dass solche Zähne gezogen werden sollen oder so, dass die Kieferorthopäden das alle sagen, klappert lieber nochmal so drei, vier mehr ab und habt am Ende 10 Stück, die ihr da zur Auswahl habt. Habt vielleicht so eine dabei oder einer dabei, der halt sagt, nee, ich habe noch eine andere Idee, das muss nicht so sein, das passt nicht immer, aber besser man macht das mal, anstatt dass man dann nachher die Zähne alle gezogen hat. Ja, genau. Dann habe ich erstmal so eine lockere Zahnspange bekommen. Das war so eine richtig große mit so komischen Drähten noch so. Und da musste ich die auch immer so weiter drehen, dass mein Kiefer halt auch weitet, damit mein Mund größer wird. Und da hatte ich halt, ich weiß nicht wie viele Jahre ich das hatte, 2 Jahre ungefähr oder 3, so eine lockere Zahnspange. Und dann irgendwann war diese Zahnspange halt fertig, also war mit der lockeren Behandlung fertig. Und dann meinte die Kieferorthopädin aber, nee, ich glaube, wir müssen jetzt trotzdem noch zu einer festen Zahnspange gehen. So eine lockere bringt da jetzt nichts mehr. Und ich war so, oh no, oh no, 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 no. Weil ich auf gar keinen Fall diese Drähte drin haben wollte. Aber mein Bruder hat auch diese Invisalign, durchsichtigen Zahnspangen. Und dann dachte ich mir, okay, das möchte ich auch haben. Und dann habe ich diese Invisalign bekommen. Also, das sieht so aus. Also, man kommt da so ein schönes Paketchen. Das war auch noch hier drin. Also, es ist einmal so eine Box und einmal so eine Tüte hier. Ich zeige euch mal erst die Box. Das ist übrigens keine Werbung für Invisalign, aber ich finde es super. Ein sehr schönes Design. Très chic. Also hier drin ist erstmal Your Smile is Just the Beginning. Irgend so ein Katalog, den ich mir ehrlich gesagt noch nie in meinem Leben durchgelesen habe. Aber
Hier war so eine Zahnspangenbox drin, also so eine Dose, wo man die Zahnspange reintun konnte, kann. Also ich habe hier in dieser Tüte verschiedene Schienen drin. Also da kriegt man immer so kleine Paketchen. Oh Gott, da steht mein Nachname drauf. Warte, ich muss jetzt gucken, was ich mache. Da kriegt man immer so verschiedene Paketchen mit diesen Schienen halt drin. Das ist die Nummer 32 von 50. Die ziehe ich dann am nächsten Samstag an. Das hier ist dann die Nummer 31. Also bei 50 Schienen sollte man eigentlich fertig sein. Aber dann guckt man auch erstmal noch, ob noch weitere nötig sind. Bin ich schon über die Hälfte gekommen. Ja. Aber warte, ich kann nicht noch was Cooles einblenden. Das war nicht so fancy. Das war so eine Animation, wie man so sieht, dass der Kiefer so nach vorne geholt wird. Für Schiene halt. Das blende ich euch jetzt kurz ein. Das ist nämlich sehr cool. Okay, jetzt habt ihr es gesehen, aber bevor wir weitermachen, ich mache euch mal kurz das Rollo darunter, weil es ist sehr hell hier und sehr überbelichtet. Nicht, dass ich das Video gleich schon wieder neu machen muss, weil das Licht nicht geht. Ich glaube, jetzt ist es... Oh! Ich glaube, es ist es besser. Ich mache das auch noch eben runter. Ja, so geht's besser. Okay, wo waren wir? Achso, ich habe es jetzt eingeblendet. Also der Kiefer wird da schon stückweise richtig nach vorne geholt. Und da, um das Ganze zu beschleunigen, hat man auch immer noch so schöne Gummis. Also die muss man in so Häkchen machen. Ich zeig euch das. Ich habe in meinem Mund so schöne Häkchen. Da, seht ihr, das ist so ein Häkchen. Und da muss man diese Gummis einhängen. Hier oben ist eins und da unten und hier und da. Eigentlich hat man immer so ein Häkchen, wo man es reinmacht, aber ich mache es mit den Fingern und es geht eh schneller. Aber auch schon ohne Spiegel, sehr professionell. Tada! Das sind meine Gummis. Ich trage die aber nur nachts. Bei mir reicht das, wenn ich sie nachts trage. Jetzt vielleicht noch was zu den Vorteilen und zu den Nachteilen. Also Vorteile sind auf jeden Fall, dass man die Zahnspange nicht sieht. Und dass es einfach besser ist, dass man die halt immer manchmal rausnehmen kann und so. Da kommen wir auch schon zum ersten Nachteil. Es ist eigentlich cool, dass man die mal rausnehmen kann, halt nicht die ganze Zeit diese Zahnspange im Mund hat. Aber es ist halt manchmal ein bisschen nervig, wenn man was essen will, dass man die erst immer rausnehmen muss, bevor man seine Hände waschen muss, bevor man den Mund greift, dann die rausnehmen, in die Dose packen und dann wieder reinnehmen und so. Aber da gewöhnt man sich eigentlich schnell dran, dass man halt immer erst eine Maussperre rausnehmen muss, bevor man was essen kann oder snacken kann. Das ist halt mit einer festen Zahnspange einfacher. Der größte Vorteil ist einfach, dass man halt sie halt nicht sieht. Am Anfang habe ich ein bisschen gelispelt mit der Zahnspange. Manchmal, wenn ich die gerade neu reintue, wie jetzt zum Beispiel, ist es etwas schwierig zu sprechen. Wie ihr hört, das hört sich manchmal so ein bisschen komisch an. Aber das ist eigentlich nicht schlimm. Also es geht nach einem Tag, geht es dann auch schon wieder weg, wenn man sich daran gewöhnt hat. Ich spreche sehr viel. Also geht das bei mir sehr schnell. Und ja, einen richtigen Nachteil gibt es eigentlich auch gar nicht mehr oder einen Vorteil. Es ist halt einfach auch so, dass man die jede Woche wechseln muss. Da muss man halt sehr eifrig sein, die auch immer wieder rein und raus tun, also die sehr eifrig tragen. Die muss man nicht mindestens 22 Stunden an einem Tag und Nacht halt tragen. Und manchmal ist man halt so ein bisschen faul, ich zum Glück nicht, aber mein Bruder zum Beispiel. Und dann dauert es halt sehr lange, bis man mit dieser ganzen Schienenreihe durch ist. Also man muss schon da sehr ehrgeizig sein, die immer schön tragen und auch die Gummis benutzen und so. Ja, der größte Nachteil für mich ist eigentlich, dass ich damit nicht immer richtig essen kann, aber... Da muss ich durch. Ein großer Vorteil ist auch noch, glaube ich, dass man nicht diese Brackets an die Zähne geklebt bekommt. Ich glaube, es tut noch nicht so weh wie mit einer richtigen Zahnspange. Warte, ich mach die Gummis mal wieder raus. Wie bei einer richtigen Zahnspange am Anfang. Weil eine Freundin von mir hat eine richtige bekommen und das hat am Anfang halt ein bisschen weh bei den ersten Tagen. Das war bei der gar nicht so. Also ich hatte am ersten Tag immer so ein bisschen Schmerzen am Kiefer oder hier über den Zähnen, wo ich halt gemerkt habe, dass sie sich anfangen zu verschieben. Aber es hat sich nach ein, zwei Tagen auch schon wieder gelegt. Also das tut halt auch nicht so weh wie eine feste Zahnspange, glaube ich. Okay, ich glaube, das war jetzt auch schon alles, was ich euch so zu der Zahnspange erzählen konnte. Das Einzige, was mir gerade noch eingefallen ist, hier auf den Schienen, da steht auch immer noch drauf, welche Nummer man gerade trägt. Also hier steht 31 drauf. Meistens fragt ich über der Pferde mich immer so, oh Gott, welche Schiene bist du gerade, Marvin? Ich immer so, oh Gott, welche Nummer ist das? Und dann kann man mal auf der Schiene nachgucken. Da steht aber sonst auch immer hier auf diesem Päckchen drauf. Hier. So. Diese blöden Nachnamen immer. Ja, aber jetzt gibt es noch Shot of the Day. Und ihr könnt mir gerne noch, falls ihr weitere Fragen habt, die in den Community-Tab stellen. Ich poste ja immer zu jedem
Video, das ich hochlade, so einen Beitrag im Community-Tab. Den findet ihr unter Community, also wenn ihr auf meinen Kanal klickt. Muss da irgendwo bei diesen Reitern Community stehen. Und dann geht ihr da drauf und dann kommt ihr zu diesem Community-Tab, weil wir haben ja leider keine Kommentare mehr. Die wurden von YouTube abgeschaltet. Aber zum Glück kann man mir auch noch so halt über diesen Tab da was schreiben. Also alle Fragen gerne her damit. Kannst du mir? Und jetzt gibt es noch das Shoutout of the Day. Yay! Heute grüße ich mal die Dorne. Sie hat geschrieben, hey Barbie, du bist so schön, du bringst dich immer zum Lachen. Oh, das freut mich. Kannst du mich grüßen? Und kannst du mal einen Podcast machen? Oh nee, würdest du mal einen Podcast machen? Love you so much, liebe Grüße, Dorne. Vielen lieben Dank für deinen lieben Kommentar, Dorne. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Aber ein Podcast, also ich würde es schon machen, von mir aus. Aber erstens, ich glaube, ich wüsste gar nicht, worüber ich da reden soll. Und ich rede auch immer so schnell und manche sind so unverständlich. Und meine Brüder sagen auch, meine Stimme ist total nervig. Aber ich habe auch eh nicht so viel Zeit. Es geht ja schon sehr viel Zeit drauf mit Instagram, YouTube und Schule meistens auch noch. Aber vielleicht in der Zukunft mal. Und das war's mit meinem Zahnspangen-Video. Ich packe die Zahnspange jetzt gleich mal wieder rein. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Lasst gerne einen dicken Daumen nach oben da und kommentiert mal gerne in dem Community-Tab, ob ihr eine Zahnspange habt und wenn ja, eine feste, lockere oder was auch immer. Und dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss, abonniert gerne meinen Kanal.